nach den vielen Beratungsstunden haben wir jetzt im Ausschuss abgestimmt und gestern eben auch abschließend jetzt in der Plenarsitzung. Jetzt ist klar, wie das Energielabel aussehen soll, aber jetzt geht es noch in die Verhandlungen mit dem Rat, also noch nicht alles am Ende. Und das Ergebnis gestern war im Großen und Ganzen gut. Wir haben Übersichtlichkeit hergestellt, diese ganzen Plusse sind weg, aber es gibt auch ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Zum Beispiel, dass wir jetzt auch in der Fernsehwerbung dieses Energielabel immer mit einblenden. Ich halte das für Unsinn. Wir haben eine zentrale Datenbank verhindert, aber es gibt eine Datenbank. Das heißt, alle Daten werden von den Herstellern gesammelt. Diese Sammelwut, was soll das eigentlich in Zeiten, wo man sonst so sensibel ist mit Daten? Und das sind ja auch technische Daten. Das ist ja nicht ungefährlich, wenn die in falsche Hände geraten. Na, immerhin ist es gelungen, dass die dezentral auf den Servern verbleiben bei den Herstellern. Das ist ein kleiner Fortschritt. Jetzt bleibt abzuwarten, wie das im Ende ausgeht. Also ich glaube, wir haben eine Verbesserung des Ergebnisses erreicht, auch wenn nicht alles perfekt ist.